schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Es ist Rezensionenzeit. Ich habe gelesen und zwar Trust Again von Mona Kasten aus dem Lux Verlag. Ja, oh mein Gott, ich gehöre auch zu denjenigen, die Mona absolut in ihren Bann gezogen hat. Ich habe bislang, glaube ich, jedes von ihr erschienene Buch gelesen und ich habe nichts davon bereut. Das sage ich jetzt an dieser Stelle schon mal so. Das Ganze hier kostet als Broschüre 12 Euro und in dieser Geschichte geht es um Dawn. Und Dawn hat in ihrem Leben, in ihrem gerade 20 Jahren, glaube ich, sie ist 20, wenn ich mich recht entsinne, schon einiges durchlebt und sich für bestimmte Entscheidungen entschieden und steht da auch voll hinter. Und eines Tages trifft sie dann auf Spencer und schon im ersten Moment, wo sie Spencer sieht, weiß sie, dass dieser Mann ihr einfach absolut gefährlich werden wird und dass sie ihr Herz an ihm verlieren könnte. Aber dieses Herz packt Dawn schon recht gut ein, denn es hat schon viel, viel Schlimmes erlebt und deswegen ist sie sehr abweisend und klatscht Spencer immer wieder vor den Kopf und weist ihn ab und er bleibt aber sehr hartnäckig und ob es ihm gelingt, sie von sich zu überzeugen, so ist richtig, das müsst ihr selbst lesen. Ich habe es absolut krass gefeiert. Ich habe das ja mit der lieben Jenny so teils, also Jenny von Regenbogengarten, so teils zusammengelesen. Ich muss mich ja leider dazu bekennen, dass ich sehr extremst lange für dieses Buch gebraucht habe, weil ich einfach mich nicht richtig konzentrieren konnte, was aber nichts mit dem Buch, sondern mit mir zu tun hatte. Das Buch ist einfach absolut spitze. Ich liebe Dawn. Ich mochte Dawn schon im ersten Band in Begin Again. Also falls ihr Begin Again noch nicht gelesen habt, lest euch erst das durch, weil ihr werdet theoretisch gesehen auf die Begin Again Geschichte in diesem Band gespoilert, auch wenn die jeweils in sich abgeschlossen sind. Wenn euch Begin Again jetzt natürlich gar nicht so doll interessiert, dann lest ruhig Trust Again, weil dann verliert ihr nichts, weil Trust Again ist absolut super. Begin Again war schon richtig gut, aber Trust Again hat nochmal so richtig reingekackt und hier habe ich ganz, ganz oft gedacht, okay, ich erkenne Mona tatsächlich in ihren Protagonisten so ein bisschen wieder von ihrer Art, von ihrer Herzlichkeit, von ja, einfach ihrem ganzen Wesen. Ich hatte immer das Gefühl, im Schreibstil und in den Charakteren spüre ich Mona. Ich kenne sie ja auch so ein bisschen privat und das finde ich absolut toll und authentisch und das hat mir gut gefallen und das hat sie gut transportiert und sie hat mir diese Figuren als meine Freunde nahegelegt und ich wollte unbedingt jeden Moment mit ihnen verbringen und ihnen manchmal auch einen Schubs verpassen, damit es ein bisschen schneller geht, aber das hat sie so, so toll gemacht und sie hat hier so eine sympathische Protagonistin kreiert, die mir absolut gut gefällt und Spencer ist einfach der Hottie schlechthin bislang, also der toppt sogar Caden aus dem ersten Band. Ich finde Spencer viel, viel heißer und viel, viel toller und bin absolut in love with him. Und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich habe so mit Dawn gelitten. Ich habe, ich wäre am liebsten immer für sie da gewesen. Ich hätte am liebsten die Rolle einer ihrer Freundinnen hier übernommen und hätte sie gepuckert und umsorgt und ihr einfach erzählt, wie toll sie ist, weil ich das Gefühl und das Bedürfnis hatte, ihr das zu sagen. Und ich finde es ja richtig, richtig toll, dass Mona, also das ist jetzt so eine Interpretation von mir, das muss nicht stimmen, aber den Figuren immer so einen kleinen Wesenszug von sich mitgibt. Bei Ellie war das, glaube ich, so dieses Naturverbundene, dieses gerne wandern gehen, auf Achse sein und sowas. Und bei Dawn ist es, ja, ist es so dieses künstlerisch, schriftstellerische, was sie so gerne macht. Und ich habe das Gefühl, dass Mona denen da immer so eine kleine Facette von sich mitgibt. Und das macht es einfach nochmal viel, viel intensiver, weil man das Gefühl hat, man kennt die Protagonisten schon so ein bisschen, wenn man Mona kennt. Und das finde ich richtig, richtig klasse. Und das kann ich auf höchstem Niveau einfach nur loben. 5 Sterne von mir an dieser Stelle, weil die Bücher einfach klasse sind. Ich freue mich jetzt schon absolut auf Feel Again und bin Feuer und Flamme dafür, um wen es überhaupt gehen wird. Das habe ich mir noch gar nicht durchgelesen, weil ich will es mir einfach offen lassen. Ich habe da so eine Idee, um wen es gehen könnte und bin gespannt, ob diese Idee Realität wird. Und ja, das war's, glaube ich, schon. Ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auf New Adult steht. Mona muss sich dahinter niemanden verstecken. Also die kann locker mit den ganzen großen Cora Carmack, mit Jaylin mithalten. Die kann mit Jamie McGuire mithalten. Heißt sie so?
die von Beautiful Disasters? Ja, mein Magen sagt ja. Ich glaube, sie heißt so. Aber sie kann auf jeden Fall mit den ganzen Monica Murphy und wie sie alle heißen, kann sie mithalten. Die muss sich da echt hinter niemanden verstecken. Und ich finde das sehr, sehr krass, wie gut sie sich auch verbessert hat. Von Schattentraum bis hin zu der Beginn-Reihe. Ja, ganz, ganz toll. Ich musste gerade überlegen, ob die wirklich Beginn heißt oder ob die anders heißt. Again-Reihe heißt sie, ne? Again, ja. Und ja, das war's schon. Ich lobe das, ich empfehle es euch, lest es. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch mit Trust Again ging. Und ansonsten bis dahin, bye!